Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, ja, beginnen. Herzlich willkommen zur heutigen Yoga- und Meditationssession. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Namaste. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu allen, die zum allerersten Mal heute hier sind. Und das sind einige. Ich habe mal im Chat gelesen, in ganz Deutschland verteilt. Freue mich sehr, dass ihr heute ja, euren Abend hier mit mir verbringen möchtet. Und natürlich auch ein großes Dankeschön immer wieder diese Live-Klassen, diese kostenlosen Klassen auch für unsere Members, die ja seit einigen Jahren, darf ich schon sagen, seit über 2 Jahren jetzt uns die Treue halten. Also schön, dass ihr hier seid. Was passiert heute Abend? Also diese Praxis ist für alle Levels von Yogis geeignet, auch wenn du vielleicht zum allerersten Mal heute überhaupt bei so einer Klasse, einer Yoga-Klasse teilnimmst. Der Fokus der heutigen Praxis liegt auf Meditation. Wir beginnen aber mit ein bisschen Asana, das heißt ein bisschen Körperübung, um erstmal die Energie ins Fließen zu bringen, Steifheit vom Tag ein bisschen abzuschütteln. Und danach gehen wir in eine balancierende Atempraxis, Nadi Shodhana, die Wechselatmung über und runden das Ganze mit einer längeren Meditation heute ab. Das heißt, ja, es wäre gut, wenn du ein Kissen hast, eine Decke, einen Stuhl, irgendetwas, worauf du mindestens 20 Minuten sitzen kannst. Ist nicht notwendig, im Schneidersitz sitzen zu können. Ja, also einfach so, dass du aufrecht und bequem sitzen kannst. Wir üben heute die Om-Kriya-Meditation. Und ich möchte ein paar Worte dazu sagen. Du hast bestimmt schon mal dieses Symbol hier gesehen. Das Om-Symbol ist mittlerweile ja sehr modern, schon fast übergenutzt, kann man sagen, auf jeglichen T-Shirts und YouTube-Bags gedruckt und so weiter. Das Om-Symbol, ja, könnte man sagen, ist der Urklang allen Seins und Lebens, also religionsübergreifend. Das ist nicht nur auf Yoga oder auf den Hinduismus bezogen, sondern auf unser gesamtes Universum. Dieser Urklang, aus dem alle Mantren entsprungen sind, ja, man sagt auch Amen, ist aus dem Om eigentlich entstanden. Und wir wollen heute uns in diesen Urklang einstimmen. Wir werden ein paar Mal das Om chanten, auch schon während der Asana, also während der Körperübung, und dann später eine Meditation nutzen. Eine Kriya ist eine dynamische Energieführungsmeditation. Das heißt, wir nutzen Mudra, eine Körpergeste manchmal, wir nutzen eine bestimmte Atemführung und eine innere Energieführung. Das werde ich nachher noch in Ruhe erklären. Und das hilft uns wiederum, in bestimmte Bewusstseinszustände zu kommen. In der tantrischen Meditation gehen wir davon aus, dass der Geist sowieso wandert. Ja? Wir alle haben einen unruhigen, bewegten Geist. Und in der tantrischen Kriya-Meditation geben wir dem Geist was zu tun. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, dich einfach hinzusetzen und zu meditieren. Wie ist es gelaufen? Relativ schwierig, oder? Für mich war die tantrische Kriya-Meditation definitiv ein Tor. Ich habe mit Zen-Meditation begonnen. Zen-Meditation, würde ich sagen, ist die schwerste Form der Meditation, weil da sitzt man einfach nur in Stille. Eine Stunde lang. Und ich muss sagen, mein Geist hat sich die ganze Zeit bewegt. Ich fand es super schwer. Ich habe mal so, irgendwie kriege ich den Punkt nicht. Und dann, als ich die tantrische Meditation kennengelernt habe, war es für mich wie so ein Aha-Erlebnis, weil ich gemerkt habe, wow, mein Geist durch die Bewegung, dadurch, dass ich ihm was zu tun gebe, komme ich in eine Stille, komme ich in eine Bewegungslosigkeit und in tiefere Bewusstseinszustände. Das ist der Sinn der tantrischen Kriya-Meditation. Und heute werden wir eine davon üben, und zwar die Om-Kriya. Und das Om, ja, O-M, besteht eigentlich aus 4 Teilen. Ich hoffe, du hast Bock auf so ein bisschen Yoga-Philosophie. Ich gehe einfach mal davon aus. Denn das, was ich jetzt sage, ist wichtig, damit wir sozusagen richtig chanten, damit wir es richtig üben, um dann sozusagen auch den gewünschten Effekt zu erzielen, ja. Das heißt, das Om besteht eigentlich aus 4 Stufen. Und zwar aus A, U und M. Aum und der Stille. Das ist die 4. Stufe. Wir könnten jetzt sehr tief einsteigen. Ich mache es so simpel wie möglich. Diese 3 Silben, A, U, M, stehen für unterschiedliche Bewusstseinszustände in unserem Leben. Das A ist der niedrigste Bewusstseinszustand. Also du kannst es dir so vorstellen, du liegst vom Fernseher und schaust Trash-TV.
Das ist das A. Und das wird ungefähr hier verortet, ja? Also zwischen der Basis, also die Silben werden entlang der Wirbelsäule verortet, von der Basis bis zum Nabel. Das, wenn du sozusagen einfach abtauchst in Social Media, also wirklich Low Bewusstsein, ja. Und dann gibt es Alltagsbewusstsein, ich sag mal so, wo wir funktionieren und wie wir irgendwie präsent sind einigermaßen. Das ist dann Nabel bis Kehle. Und dann gibt es höhere Bewusstseinszustände, die du vielleicht auch schon erlebt hast in deinem Leben. Flow-Zustände, Einheitszustände. Du bist in totalem Frieden, du bist im Einklang mit dir selbst. Und dieser Bewusstseinszustand wird mit dem M verbunden. Und das M wird verortet von der Kehle bis zur Kopfkrone. Und dann gibt es die Stille. Und die Stille, die nennen wir Turiya, ein Zustand von Einheit. Man könnte auch hier auch sagen Yoga, der Zustand von Yoga. Yoga bedeutet Einheitsbewusstsein, also wo alle Trennung verschwindet, wo wir in totalem Frieden sind und totalem Einklang mit dem gesamten Universum. Diesen Zustand nennen wir Turiya oder auch Samadhi. Und da wollen wir letztendlich mehr hinkommen. Wir wollen mehr von diesen Zuständen erleben, von höheren Bewusstseinszuständen, von den niederen Bewusstseinszuständen zu den höheren, ja. Das heißt, wir werden heute AUM chanten, später auch in der Kriya und nutzen, sag ich mal, den Zentrumskanal Sushumna Nadi wie ein, man könnte sagen, wie ein Elevator, also wie einen Fahrstuhl zu höheren Bewusstseinszuständen. Klingt das geil? Ich finde ja. Also, da arbeiten wir drauf hin. Ich will nicht mehr so lange quatschen. Wir bewegen uns jetzt ein bisschen. Wir laden schon mal das OM ein, ja, das AUM in die Bewegung. Dann gehen wir in Atmung und dann als Sahnehäubchen die Kriya-Meditation. Ich hoffe, du hast Bock. Einfach mal drauf einlassen. Ich weiß, dass es für viele von uns schwierig ist, zu chanten, also sich über die Stimme auszudrücken. Und ich lade dich ein, wenn da so Gefühle kommen wie Scham oder ne, also jetzt so über die Stimme, das zu wahrzunehmen und trotzdem mal zu versuchen, okay? Einmal mal drauf einlassen, was passiert und was du erfährst. Und das ist magisch, weil das Om, ich will nicht zu viel vorausnehmen, aber bringt uns wirklich in einen Zustand der Stille, in einen Zustand, wo wir nicht mehr denken, einen Zustand von Zufriedenheit, innerem Frieden. Und ich glaube, das können wir alle gut gebrauchen, oder? Gut. Let's do it, ihr Lieben. Wir starten im Stehen. Kannst alles beiseite packen, was du jetzt gerade nicht brauchst. Okay. Und dann komm hier auf deiner Matte in einen hüftbreiten Stand, gerne auch ein bisschen breiter. Und dann roll einmal mit mir die Schultern über vorne nach oben hoch und dann atme aus durch den geöffneten Mund. Mach das noch zweimal. Und noch einmal. Sehr schön. Wir gehen direkt in Atem und Bewegung. Das heißt, bring jetzt die Arme über die Seiten. Öffne den Brustkorb, beug die Knie gern leicht. Wir kommen in so ein geführtes Hohlkreuz, wie so ein Entenpopo. Und dann mit der Ausatmung führ einmal die Arme zusammen, mach dich ganz rund, Handrücken wollen zueinander. Einatmen, geführtes Hohlkreuz, die Knie leicht gebeugt und ausatmen, rund werden. Zieh die Schulterblätter auseinander. Das machen wir noch ein paar Mal. Wir wollen hier die Wirbelsäule aufwärmen, öffnen. Einatmen, heb die Brust, geführtes Hohlkreuz und ausatmen, ganz rund werden. Zieh das Steißbein nach unten, Schulterblätter auseinander. Mach das noch ein paar Mal. Atem und Bewegung hier zusammen. Mit der Bewegung hier in deinem Körper immer mehr ankommen. Atem und Bewegung zusammenfließen lassen. Sehr schön, noch einmal. Und dann bleib jetzt einmal in dieser Rundung. Greif linkes und zieh dich so ein bisschen rechts diagonal nach vorne. Spür die Dehnung hier in der Körperrückseite, bis in den unteren Rücken. Sehr schön, einmal andersrum. Das rechte Handgelenk nach vorne ziehen, hier die
Herzrückseite öffnen. Und mit der Einatmung komm nach oben hoch. Ausatmen, großer Armkreis. Bring jetzt einmal die Hände an die Beinrückseiten. Atme ein, schieb die Fußsohlen in den Boden, heb das Herz. Mit der Ausatmung gleite die Beinrückseiten entlang mit langer Wirbelsäule. Komm in eine Vorbeuge, Knie gern tief gebeugt. Einatmen, halbe Vorbeuge, Hände auf Schienbeine, Oberkörper lang. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, gleite die Beinrückseiten wieder nach oben hoch. Und ausatmen, direkt wieder nach unten abtauchen. Ein halbe Vorbeugelänge und ausatmen, ganze Vorbeuge über die Beine schmelzen. Einatmen, komm nach oben hoch, ausatmen hier. Wir chanten jetzt mit der Ausatmung das Om, A-U-M, schon mal hier integrieren. Atme ein. A-U-M. Einatmen, halb und ausatmen, chant. Ein, komm nach oben hoch und aus, direkt wieder abtauchen. Ein, halb. Ein, komm wieder nach oben hoch. Und aus, wir chanten jetzt innerlich mental, leise für uns das Om. A-U-M. Dann verschränke einmal die Hände hinter dem unteren Rücken, öffne den Brustkorb und mit der Ausatmung beug die Knie nochmal tief und komm hier nochmal in die Vorbeuge mit Schulter öffne. Lass den Kopf hängen. Immer ausseufzen, schließ die Augen. Und dann lass die Hände über den unteren Rücken zum Boden gleiten. Gerne einmal die Fersen greifen oder die Hände hier zum Boden bringen. Noch ein paar Atemzüge hier bis in den unteren Bauch. Oberkörper schwer hängen lassen. Gerne mal über den geöffneten Mund ausatmen. Sehr schön. Und von hier bringen wir die Handflächen zum Boden, Handflächen weit aufgespreizt und tritt aber mit den Füßen zurück in den herabschauenden Hund und lauf hier gerne auf der Stelle das rechte und das linke Bein anbeugen. Und dann beug gerne die Knie tief und schieb dich hier richtig raus. Sitzbeinhöcker streben Richtung Decke. Ganz viel Länge in der Wirbelsäule kreieren, rund um unseren Zentrumskanal, genannt Sushumna Nadi. Die Wirbelsäule hat im Yoga eine hohe Bedeutung. Ja, wir sprechen davon, dass die Kundalini, ja, die Power, die schlafende Energie, unser Potenzial, was wir immer mehr entfalten wollen, über die Wirbelsäule aufsteigt. Von der Basis bis zur Kopfkrone. Das heißt, wir wollen ganz viel Länge, ganz viel Weite und Öffnung rund um die Wirbelsäule kreieren. Nur noch 3 Atemzüge hier. Also gedanklich, als würdest du die Wirbelkörper auseinanderziehen. Kopfkrone bis Steißbein. Sehr schön. Und von hier bringen wir die Knie zum Boden. Komm in den Vierfüßler.
Einatmen, heb hier einmal die Schlüsselbeine, auch hier nochmal geführtes Hohlkreuz. Mit der Ausatmung beugt die Ellenbogen, Chakravakrasana, und setzt dich zurück Richtung Fersen, Stirn geht zum Boden. Einatmen, komm wieder in den Vierfüßler. Und ausatmen, beugt die Ellenbogen, setzt dich zurück Richtung Fersen in die Haltung des Kindes. Einatmen, Vierfüßler. Mit der Ausatmung chanten wir Om, A-U-M. A-U-M. Noch einmal, jetzt mental, innerlich. Und dann verweile hier. Spür nach. Und nimm diese Qualität der Stille wahr, in die dich dieses Mantra führt. Und lauf mit deinen Handflächen zurück und komm ins Sitzen. Geh in einen Drehsitz. Streck dein linkes Bein vor dir aus. Gern nochmal das Sitzfleisch rausziehen. Und dann stell den rechten Fuß entweder innen vom Bein oder über das Bein rüber für mehr Drehung. Falls du schwanger sein solltest, bitte offen drehen, also nicht zum Bein hin, sondern immer zum Bein weg, sodass der Bauch nicht komprimiert wird. Für alle anderen, zieh dich hier nochmal richtig schön lang am Schienbein, aktiviere deinen vorderen Fuß, ganz viel Länge in der Wirbelsäule, umarm das vordere Bein, mit deinem linken Arm atme ein, rechter Arm geht nach oben, ausatmen, bring die Fingerspitzen hinter dir auf die Matte. Atme ein, zieh dich hier nochmal richtig schön lang und mit der Ausatmung geh in die Rotation. Die rechte Schulter will zurück, die linke nach vorn. Das Kinn bleibt über dem Brustbein. Ja? Die Drehung kommt nicht vom Hals, sondern vom Bauch. Atme bis in deinen Nabel. Schließ die Augen. Du kannst hier innerlich meditieren auf das dritte Auge, Punkt zwischen den Augenbrauen. Om, Om, Om. Den Sound, den Klang des Mantras innerlich hören. Sehr schön. Mit der Einatmung lösen. Und wir wechseln die Seite, rechtes Bein ausstrecken, linken Fuß ranstellen, entweder innen oder über das Bein rüberstapeln. Zieh dich hier nochmal richtig schön lang am vorderen Bein. Umarm das vordere Bein mit dem rechten Arm, linker Arm geht nach oben hoch. Ausatmen, setzt die Fingerspitzen hinter dir auf. Einatmen, zieh dich lang und mit der Ausatmung geh in die Rotation. Schließ die Augen. Atme bis in den unteren Bauch. Entspanne die Gesichtszüge, die Stirn. Meditiere auf das Om-Mantra. Der Urklang allen Seins und Lebens. Der Klang, in dem das Universum schwingt. Und indem wir uns mit diesem Klang verbinden, verbinden wir uns mit allem, was ist. Das Om-Mantra ist
ein Tor zu diesem Einheitsbewusstsein, zum Yoga-Bewusstsein. Sehr schön. Und mit der Einatmung kommst du Mitte zurück. Einmal gegendrehen. Und dann bring einmal deine Fußsohlen zusammen für einen Hüftöffner hier, den sitzenden Schmetterling. Wir machen ein paar Kreise hier. Ganz gerne die Augen schließen, wenn du magst. Lass deinen Atem fließen. Und hier Verspannungen lösen rund um die Wirbelsäule, in den Hüften. Ganz intuitive Kreise machen. Lass den Kopf, den Nacken ganz entspannt mitfließen. Und dann auch andersrum kreisen. Sehr schön. Dann komm langsam zur Mitte zurück. Halte dich hier nochmal an den Schienbeinen fest. Zieh dich nochmal ganz lang in der Wirbelsäule. Und dann mit der Ausatmung das Herz führt. Komm mit der Länge im Oberkörper nach vorne. Gern mit den Fingerspitzen nach vorne wandern. Schließ die Augen. Kann mal ausseufzen. Atme ein bisschen in den unteren Bauch. Spür die Dehnung in den Hüften. Sehr schön. Und dann langsam Hand für Hand wieder nach oben hochwandern. Klapp deine Knie ein. Greif einmal in die Kniekehlen. Zieh dich hier nochmal ganz lang. Und dann roll dich hier Wirbel für Wirbel zum Boden zurück. Die Füße einmal hüftbreit aufstellen, vom Moment hier einmal landen, tief ein- und ausatmen. Wir machen hier noch eine sanfte Rückbeuge, hier die dynamische Schulterbrücke. Die Füße hüftbreit, mit der nächsten Einatmung roll ich vom Kreuzbein beginnend Wirbel für Wirbel nach oben hoch, die Arme gehen über den Kopf, schieb die Füße in den Boden. Und ausatmen, Wirbel für Wirbel, roll dich wieder zurück. Einatmen, roll dich nach oben hoch. Und ausatmen, Wirbel für Wirbel, zum Boden zurückrollen. Einatmen, komm nach oben hoch. Mit der Ausatmung chanten wir wieder A-U-M. Ganz bewusst diesen Moment der Stille wahrnehmen am Ende des Mantras. Die Stille gehört zum Mantra dazu. Noch einmal mit Sound. Und noch einmal mental innerlich. Und von hier bringen die Arme auf Schulterhöhe, beugt die Ellenbogen, Handflächen zeigen nach oben. Ein ganz simpler Twist, lass die Knie nach links fallen, komm auf die linke Fußaußenkante, rechte Fußinnenkante.
Spür die Öffnung, die Dehnung über den unteren Rücken, äußere Hüfte. Atme weiter bis in den Bauch. Du kannst gerne die Augen schließen. Mit der Einatmung bring die Knie jetzt zur Mitte zurück. Lass dich nie nach rechts fallen. Sehr schön. Und dann die Knie wieder zur Mitte. Zieh die Knie nochmal ran hier zur Brust. Gerne Kreise machen auf deinem Kreuzbein. Rechts rum und links rum. Dann noch einmal die Fußgelenke kreisen. Handgelenke kreisen. Und dann für eine kurze Entspannung in Rückenlage. Streck dich einmal lang am Boden aus. Vielleicht magst du dich zudecken. Finde eine weite, offene Haltung hier, die Handflächen geöffnet, die Füße, die Zehen fallen nach außen. Sogenannte Schlussentspannung, Shavasana. Ein essentieller Teil der Praxis. Es sieht so einfach aus, aber wenn du vielleicht neu im Yoga bist, dann ist das vielleicht etwas ungewohnt für dich. Lass dich mal drauf ein. Erlaub dir, dich hier komplett abzugeben für ein paar Momente. Atme noch ein paar Mal tief in den Bauch ein. Mit der Ausatmung lass noch mehr los. Atme noch mal tief in den Bauch ein. Der Bauch wölbt sich. Und loslassen. Und noch einmal in den Bauch einatmen. Und aus. Und spüre einmal in deinen Körper hinein, wie du dich jetzt fühlst. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie Energie fließt, ein Prickeln im Körper, in den Handflächen. Ein Gefühl der Entspannung, der Losgelöstheit. Erlaub dir noch für ein paar Momente zu verweilen. Ich hole dich dann wieder zurück. Beginne jetzt die Atemzüge wieder zu vertiefen. Beweg die Finger, die Zehen. Halte die Augen noch geschlossen. Bleib ganz bei dir. Vielleicht die Arme einmal über den Kopf strecken. Und dann roll dich auf die rechte Körperseite, noch für einen Moment verweilen hier, die Knie ranziehen.
Und wenn du soweit bist, über die Seite, finde dich dann ein in einem aufrechten Sitz. Und wir schließen jetzt an mit einer balancierenden Pranayama-Atempraxis, gefolgt mit der Om-Kriya-Meditation. Schau, dass du aufrecht und dennoch bequem sitzt. Ja, ich zeige nochmal kurz den Sitz auch von der Seite, weil der Sitz ist wirklich unsere Basis einer, wenn man so will, erfolgreichen Meditation, ja. Damit die Energie wirklich frei fließen kann, wir nicht wie so ein Schluck in der Kurve hängen, ja, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder aufrichten und du kannst so als innere, ich sag mal, Messung, kannst du schauen, dass deine Schultern über den Hüften sind, deine Hüften höher als deine Knie. Schultern über Hüften, weder nach vorne, weder zurückgelehnt. Und das Herz ist offen. Die Schulterblätter ziehen zurück und zusammen. Der Bauch ist entspannt. Ja, und die Kopfkrone, du kannst dir vorstellen, als hättest du hier so einen imaginären Faden, der dich nach oben zieht. Das Kinn zieht leicht Richtung Herz. Also wir machen so ein leichtes Doppelkinn. Ja, finde hier eine aufrechte Sitzposition, sodass besonders in unserem Zentrumskanal, ja, Shushumna Nadi, in der Tiefe unserer Wirbelsäule die Energie frei fließen kann. Du kannst in einem Schneidersitz sitzen, du kannst auch in einem Fersensitz sitzen, du kannst auch beim Stuhl sitzen. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, schau, dass die Füße hüftbreit und parallel am Boden stehen, der untere Rücken unterstützt ist. Und wir beginnen jetzt mit Nadi Shodhana, der Wechselatmung. Wir atmen erst einmal gemeinsam ein paar Mal tief ein und aus. Schließ für einen Moment die Augen. Spür nochmal ganz bewusst in deinen Sitz rein. Spür die Basis deines Sitzes über das Becken, über die Beine, über die Füße. Die Basis, die dich trägt, die dich hält. Und dann von der Basis, von deiner Wurzelbasis, wandere einmal mit der Aufmerksamkeit die Wirbelsäule nach oben hoch, die gesamte Länge bis zur Kopfkrone. Und so, als würde ich ein imaginärer Faden am Hinterkopf vielleicht Richtung Himmel ziehen. Und so, als würdest du deine Kopfkrone wie einen tausendblättrigen Lotus öffnen. Die Kopfkrone, die Verbindung zum Höheren, zum Größeren, zu den höheren Bewusstseinszuständen. Und dann beginne hier jetzt wieder die Atmung zu vertiefen. Atme tiefer ein und aus, atme bis in den unteren Bauch. Der Brustkorb hebt sich und mit der Ausatmung zieht der Nabel ran, der Brustkorb senkt sich. Atme ein paar Mal tief und gleichmäßig über die Nase ein und aus. Wir gehen gleich in die traditionelle Wechselatmung, genannt Nadi Shodhana. Nadi Shodhana hilft uns, die rechte und linke Hemisphäre, Gehirnhälften auszugleichen, unser Nervensystem zu beruhigen. Ja, eine wunderbare Praxis in Vorbereitung für die Meditation, auch in Vorbereitung für einen erholsamen Schlaf. Wenn du die Wechselatmung noch nicht kennst, wir üben sie mit einem Mudra, und zwar Vishnu Mudra. Schau gerne einmal her. Wir heben die rechte Hand. Ja, ich spiegel dich jetzt nicht. Wir klappen Mittel- und Zeigefinger ein und bringen dann Daumen und Ringfinger an die Nasenflügel. Ja, und wir wechseln, deswegen auch Wechselatmung, und verschließen abwechselnd das rechte und das linke Nasenloch und wechseln die Atemzüge. Ja. Atmen nochmal durch beide Nasenlöcher ein
Und dann vollständig aus. Jetzt verschließ das rechte Nasenloch, atme ein durch links für 2, 3, 4. Links verschließen, aus, rechts für 2, 3, 4. Atme ein rechts für 2, 3, 4. Rechts verschließen, aus, links. 2, 3, 4. Ein links, 2, 3, 4. Links verschließen, aus, rechts. 2, 3, 4. Ein rechts. 2, 3, 4. Rechts verschließen, aus, links. 2, 3, 4. Mach weiter so, zähl dich innerlich weiter. Schau, dass Einatemzüge und Ausatemzüge gleichmäßig sind. Wenn du schon länger praktizierst, kannst du auch mit einem höheren Zählrhythmus arbeiten, zum Beispiel 1 für 6, aus für 6 oder 1 für 8, aus für 8. Und mach das, was für dich möglich ist. Wenn wir rechts einatmen, nähren und balancieren wir die linke Gehirnhälfte. Und wenn wir links einatmen, nähren wir die rechte Gehirnhälfte, also über Kreuz. Noch ein paar Runden, du alleine. Na, die Shodhana reinigt den Sonnen- und den Mondkanal rechts und links von der Wirbelsäule, rechts und links vom Zentrumskanal und hilft uns so, uns später tiefer in das Bewusstsein der Wirbelsäule zu versenken. Mach noch 3 Runden. Beende deine letzte Runde durch das rechte Nasenloch aus. Dann löst die Hand. Atme gleichmäßig durch beide Nasenlöcher ein und aus. Entspann die Schultern. Spür Körper und Geist balanciert. Ausgerichtet. Und jetzt sind wir ideal vorbereitet für die Meditation, das Herzstück des Yoga. Wir gehen jetzt über in die Om Kriya Meditation. Bleib verbunden mit diesem Ort der Stille in dir, auch wenn du jetzt noch mal kurz die Augen öffnest für die Demonstration dieser Kriya. Wir werden sie unterstützen mit einem Mudra. Ein Mudra ist eine Geste, die wir über den Körper einnehmen können. Und dieses Mudra hilft uns, diese 4 Teile des Om-Mantras, das A, das U und das M, der Stille, zu chanten und innerlich zu erfahren. Nochmal, das A stellen wir uns vor, von der Basis bis zum Nabel, symbolisiert unsere niederen Bewusstseinszustände. Das U vom Nabel bis zur Kehle, unser Alltagsbewusstsein.
Das M von der Kehle bis zur Kopfkrone, höhere Bewusstseinszustände und die Stille, ja, jenseits der Kopfkrone, Turiya, das Einheitsbewusstsein, jenseits aller Illusionen. Und wir unterstützen das, ja, wir atmen ein und wir atmen aus. Und mit der Ausatmung, wir praktizieren Yoni Mudra, ein nach unten gerichtetes Dreieck. Ich demonstriere das einmal. Wir heben leicht das Kinn, spüren Licht, Bewusstsein, jenseits aller Alltagsbewusstseinsgrenzen, ja, jenseits all dem, was uns bindet in dieser Welt. Dann atmen wir ein, führen die Hände über den Zentrumskanal nach unten und dann wieder. Stille, Einheit, Licht, volles Bewusstsein. Ja? Das machen wir 12 Runden und dann machen wir das Gleiche, aber innerlich in Stille mit dem Mudra und dann führe ich euch weiter in der Kriya. Okay? Wir starten zusammen und du machst dann weiter in deinem eigenen Rhythmus oder du kannst auch mit mir gehen. Okay. Schließ deine Augen, du musst jetzt nichts im Außen sehen. Ja, all das, was magisch ist in diesem Leben, ist jenseits unserer Augen, jenseits dessen, was wir mit den menschlichen Augen sehen können. Atme nochmal tief ein und aus. Bring dein Bewusstsein zu deiner Wirbelsäule, zu deinem Zentrumskanal. Finde nochmal die Verbindung von der Basis bis zur Kopfkrone. Heb nochmal das Herz. Atme nochmal tief ein und aus. Und innerlich geh nochmal diese verschiedenen Stufen ab. Das A von der Basis bis zum Nabel. Das U vom Nabel bis zur Kehle. Das M von der Kehle bis zur Kopfkrone und darüber hinaus die Stille. Und dann beginnen wir, bringen deine Hände in ein nach unten gerichtetes Dreieck. Atme hier tief ein und dann auf der Ausatmung beginnen wir.
Mach weiter mit dem Mudra und rezitiere jetzt nur innerlich still das A, U, M. Und vielleicht kannst du innere Hitze wahrnehmen, die aufsteigt über den Zentrumskanal. Vielleicht kannst du inneres Licht sehen. Auch noch zweimal mit dem Mudra. Und dann senkt die Hände ab. Daumen und Zeigefinger berühren sich. Und mach weiter mit dieser inneren Energieführung. Entlang der Wirbelsäule von der Basis beginnen das A, U, M. Spür diesen Energiestrom entlang deines Zentrumskanals immer heller, immer kraftvoller werden. Richte die Wirbelsäule nochmal auf. Lass dich immer tiefer in die Erfahrung führen. Entspann die Schultern, entspann den Bauch, die Gesichtszüge weich. Je entspannter dein Körper ist, desto besser. Aufrecht und gleichzeitig entspannt. Mach noch drei Runden, die vier Teile des Om entlang der Wirbelsäule.
Und dann lass den Atem diese Energieführung schließlich ganz los. Richte dein Bewusstsein jetzt zum Zentrum des Kopfes, zum Mittelhirn, drittes Auge, Ajna Chakra. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie es hier ganz hell geworden ist. Spüre hier, wie sich der Puls des Om entfaltet, entspringend aus einer inneren Quelle, ohne dass du was tun musst. Lass alle Anspannung los. Versuche es innerlich zu fühlen, zu spüren, wie ein magnetischer Puls. Wie ein singulärer Punkt, der vom Mittelhirn ausstrahlt. Om, Om, Om. Entspann dich immer mehr in diese Erfahrung, in die Meditation. Verweile noch für 1-2 Minuten in absoluter Stille. Spüre Körper und Geist in absoluter Zufriedenheit in Verbindung mit dem Universum.
Und dann atme tiefer ein und aus. Halte die Augen noch geschlossen. Nimm noch einmal ganz bewusst wahr, wie du jetzt hier bist. Im Vergleich zu dem Beginn der Praxis. Wie viel klarer und reiner du jetzt hier bist. Heller, lichtvoller. Mehr im Frieden. Und dann bring noch einmal die Handflächen vor dem Herzen zusammen. Senk das Kinn Richtung Herz. Schenk dir selbst ein Lächeln. Und der Dankbarkeit, dass du dir heute Abend die Zeit für dich selbst genommen hast. Und dann reib nochmal die Handflächen hier aneinander, sodass Wärme entsteht zwischen den Händen. Und leg die Handflächen auf, die geschlossenen Augenlider empfangen die Wärme. Streich ganz sanft über die Gesichtszüge, über den Körper. Schließ langsam die Augen auf und komm wieder in den Raum zurück. Ich danke dir. Namaste. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr heute Abend so zahlreich hier erschienen seid und Lust hattet, gemeinsam zu praktizieren.